Hallo zusammen, mein Name ist Toni, ich bin von Pipercross Deutschland und ich würde mal sagen, ich habe heute für alle Hyundai-Enthusiasten da draußen, also sprich Hyundai i30N und i30N Performance-Fahrer, sehr gute Nachrichten. Denn der neue Hyundai N Performance Sportluftfilter, powered by Pipercross, ist ab sofort bei allen Hyundai-Händlern deutschlandweit erhältlich. Ich glaube, darauf haben schon viele gewartet, auf diesen Moment, dass es endlich soweit ist. Wir hatten schon so viele Anfragen. Ja, jetzt ist es soweit und ich habe für euch mal den Filter hier. Den Performance-Filter von Hyundai erkennt ihr ganz groß hier auf der Verpackung an dem N-Logo, ja, und an der Original-Hyundai-Artikelnummer. Die ist 9999Z05. 7141. Also so bei jedem Hyundai-Händler mit dieser Artikelnummer könnt ihr diesen bestellen oder wenn der Händler den auf Lager hat, auch direkt mitnehmen. Ich packe den mal aus für euch. Den N-Performance-Filter erkennt ihr auch an dem N-Logo auf dem Filter und ist natürlich trocken und ungeölt. Ja, Vorteil bei dem Ganzen natürlich, ihr könnt den immer wieder waschen, ihr könnt ihn reinigen. Und müsst ihr nicht tauschen. Bezüglich der Reinigung liegt jedem Filter auch hier so eine Reinigungsanleitung bei, die wir für euch zusammengestellt haben. Da empfehlen wir eben alle 15.000 oder einmal im Jahr, mit was ihr den reinigen sollt und wie ihr den reinigen sollt. Natürlich mit was, am besten mit unserem Reiniger, den bekommen wir auch bei allen Hyundai-Händlern. Der hat die Artikelnummer 9999Z057140. Ansonsten, wenn ihr es genauer wissen wollt, wie ihr den Filter reinigt, hier einfach diesen QR-Code scannen und ihr werdet automatisch auf unseren YouTube-Channel weitergeleitet und könnt euch das Video dann anschauen. Ansonsten haben wir hier noch einen kleinen Pipercross-Sticker mit dabei und ganz wichtig, den Lifetime-Sticker. Das ist nämlich ein Lebzeitfilter, dadurch, dass er eben nicht getauscht werden muss, das auf den Luftfilterkasten anbringen, damit auch wirklich jeder Service-Mitarbeiter beim nächsten Kundendienst weiß, okay, ihr habt diesen Filter verbaut, der muss nicht getauscht werden. Ja, ich hoffe, wir konnten damit jetzt einigen Hyundai i30N-Fahrern eine Freude bereiten. Viele haben darauf schon gewartet, jetzt ist es endlich soweit. Und ich würde ganz einfach sagen, wenn du dir diesen Filter für dein Hyundai gönnen möchtest, dann ab zum nächsten Hyundai-Händler.